Hör jetzt auf, Mann. Schnupfen. Dafür, ja? Sag mal, dafür? Dann bist du 50 und hast eine unheimlich fette Wampe, kriegst Titten, brauchst ein BH, dir fallen die Haare aus, kriegst eine Leber, die total durchlöchert ist und du frisst diesen Kackfraß und siehst aus wie diese reichen, abgefuckten Mumien hier. So schlimm ist es nicht. Es könnte schlimmer sein. Geht's darum im Leben? Vergiss es. Habe ich dafür gearbeitet? Sag mal. Conjo. Guck dir die an. Eine Kokserin. Ich hab eine abgefuckte Kokserin zur Frau. Die isst nichts. Schläft den ganzen Tag lang mit schwarzen Schatten unter den Augen. Wacht mit Metaqualon auf. Lass das jetzt sein, Mann. Und will nicht ficken mit mir, weil sie im Koma ist. Ich kann auch kein Kind mit ihr haben, Mann. Ihr Bauch ist so drogenversorgt. Ich kann nicht mal ein richtiges kleines Baby mit ihr haben. Du ekelhafter Mistkerl. Du Wichser. Ihr solltet nicht so reden. Wie kannst du sagen, so mit mir zu reden? Hör auf damit. Was macht dich denn so viel besser als mich? Was tust du denn? Du dealst mit Drogen und du bringst Leute um. Das ist ja fantastisch, Tony. Ein echter Beitrag zur Geschichte der Menschheit. Los, weiter, erzähl's jedem hier, mach weiter. Du willst ein Kind? Erzähl's der ganzen Welt. Was denkst du denn, was du für ein Vater bist? Schluss! Willst du dein Kind morgens zur Schule fahren? Wirst du denn überhaupt noch am Leben sein, wenn dein Kind zur Schule geht? Du weißt ja noch nicht mal, wie man eine Ehe führt. Bist du denn jemals zu Hause gewesen, ohne dass ich von deinen Schlägertypen da rumhänge? Lass ich habe Lass Nick, the Pig, Hut, als Freund. Hört auf, Was für ein Leben ist denn das? Schluss. Merkst du denn nicht, was aus uns geworden ist, Toni? Wir sind Verlierer. Sieger sind wir nicht. Hau ab, du bist stoned. Ich bin nicht stoned. Du bist es. Los, schaff's hier raus, Mann. Nein. Komm, mitkomm. Nein, ich gehe nicht mit dir nach Hause. Ich gehe mit niemand nach Hause. Ich gehe alleine. Ich werde dich verlassen. Ich will diesen ganzen Dreck nicht. Okay. Ich bringe dich jetzt raus. Ich bringe sie mit dem Taxi nach Hause. Lass sie gehen, lass sie laufen, Mann. Bisschen Metaqualon und sie liebt mich wieder. Was glotzt ihr denn? Ihr seid doch nur ein Haufen abgefuckter Arschlöcher. Wollt ihr wissen, wieso? Ihr habt doch nicht mal den Mut dazu, das zu tun, was ihr wollt. Kommen Sie bitte hier. Ihr braucht doch Typen wie mich. Ihr braucht Typen wie mich, damit ihr mit eurem vollgeschissenen Finger auf mich zeigt und sagt, das ist der Bösewicht da. Und? Was seid ihr denn dadurch? Gut? Ihr seid nicht gut. Ihr wisst nur, wie ihr euch versteckt und wie ihr leben könnt. Aber ich? Ich hab so eine Probleme nicht. Denn ich sag immer die Wahrheit. Sogar wenn ich lüge. Also, verabschiedet euch von dem Bösewicht. Macht schon. Es ist das letzte Mal, dass ihr einen so miesen Kerl seht wie diesen, das sage ich euch. Weg hier! Macht Platz für den Bösewicht! Ein Schopf kommt überall durch! Geht mir lieber aus dem Weg!